Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von von Transport Fever 3 plus Land. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns hier gerade bei Sigrön. Oder ihr könnt es nicht sehen, weil es da noch nicht steht, aber wir befinden uns bei Sigrön. Ich bin irgendwie überlegen. Ach ja, genau. Im Grunde genommen ist es jetzt, machen wir jetzt gerade quasi eine Vorbereitung für die nächste Folge. Nämlich, wir wollen uns um eine Güterlinie kümmern. Nächste Folge, die quasi hier Rohöl zur Verarbeitung hierhin verschifft, um es von dort aus wiederum. Oh, jetzt bin ich gerade überlegen. Auf alle Fälle soll es halt in Kunststadt gehen. Genau, dann geht es mit Treibstoff, geht es dann quasi weiter. Und ja gut, was wir mit dem anderen Kram machen, mit dem Öl, da müssen wir dann nochmal gucken, weil wir haben ja sowohl Öl als auch Treibstoff als Produktion. Aber darum kümmere ich mich in der nächsten Folge. Mehr. Oder ausgiebiger. Vielleicht geht es dann halt mit der anderen halt wieder hier drauf und dann hier hin. Werden wir dann sehen. Aber in dieser Folge kümmern wir uns erstmal um zwei Dinge. Zum einen um den Ausbau auf vierspurig den Bahnhof von Sigrön und zum anderen um die Zweigleisigkeit der Strecke auf alle Fälle bis nach Niederhilbersheim. Okay. Auf wen wartet der jetzt? Gott, hier sind einfach zu wenig Signale gesetzt worden. Holy shit. Aber viel zu wenig. Wait a second. Genau, dann machen wir dann wird auch Sigrön wird dann andersweitig verfahren. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau wie, aber anders. Entweder bleibt Sigrön oder es bleibt nicht Sigrön, müssen wir dann schauen. So, wir haben jetzt die Möglichkeit hier auf Pause zu drücken und dann eben hier zumindest die Bauarbeiten zu machen. So, einmal das auf 4 bitte schön erhöhen. Ein Gebäude wird entfernt, das ist mir relativ egal. 160 Meter, Bleiben wir bei 160 Meter oder nicht? Gehen wir einfach mal auf. Okay, wir bleiben auf 100. Ah, nee, Moment. Das andere ist ja das Problem hier. Wir machen das einfach erstmal so. Wir reißen das. Okay. Das war nicht geplant. Graden das dann auf 240 einfach mal ab. Auf. So, dann jetzt muss ich halt echt überlegen. Diese Linie. Wie machen wir das denn dann? Dreigleisig hätte ja fast auch schon gereicht. Verbinden wir das einfach erstmal. So, das rechte geht dann eigentlich prinzipiell hier noch rüber und geht dann da drauf. Oh Gott. Oder reißen wir das alles komplett nochmal neu ab und ersetzen das nochmal neu. Weil diese Linie geht dann quasi hier hin. Diese geht dann. Wait a second. Das war auf der linken Seite.
können die Brücke eigentlich auch nochmal neu ersetzen. Können da auch schneller fahren. Genau, auf der linken Seite geht es für uns weiter. Wir machen einfach mal von hier aus. Das ist, glaube ich, sicherer. Können wir auch unterschiedliche Züge schon mal rüberschicken. Wobei, ach schon, TGW hatte ich auch was im Kopf. Für den TGW was zu setzen. So, genau hier vorne wollte ich das eigentlich auch nochmal verändern. Nämlich den Käse in Anführungszeichen. Hier wollen wir dann nämlich einfach mal hier mit Dings rübergehen, mit einer Brücke. Höhentechnisch passt das. Ne, Brücke war jetzt wohl richtige, die richtige. So. Ja, und dann binden wir das einfach wieder komplett schön an. Und dasselbe Spiel dann hier. Was natürlich nicht passt. Nein, das wollte ich nicht. So, haben wir schöne Gerade und dann. Gut, vielleicht so schön sieht es noch nicht aus, aber. Das sollte uns erstmal reichen. So, die Millionen, die verschwinden auch schon wieder. Ja, wir. Reißen einfach ein bisschen zumindest ab. Und setzen das dann hier dran. Von hier aus geht's dann hier so raus. Allerdings können wir es auch da dran setzen. Worüber würde dann die andere Linie gehen? Die andere Linie wird dann ja prinzipiell. Worüber geht die Güterlinie? Die Güterlinie muss dann hier lang raus. Können wir prinzipiell einfach mal hier so rausgehen und dann erstmal mit drüber fahren über dieselben Gleise? Ja. Einfach erstmal so. Wie gesagt, wie ich den TGW jetzt nochmal verlegen wollte, da weiß ich es gerade auch nicht mehr. Obwohl doch, ich wollte von Sigrön weiter nach Steine wenden und dann halt da Linde so rüberschicken. So, damit man auch hier einfach komplett rüberkommt. Wenn man will. Na, perfekt. Ob das klappt, werden wir gleich sehen. Scheint zu klappen. Wir haben jetzt die Möglichkeit von hier, hier rauf. Ja, perfekt, das passt ja. Genau so war es geplant. Ah, so, wir haben es viergleisig. Jetzt müssen wir nochmal nach den Linien gucken. Das
war die rote Linie nicht die, sondern die. In Sigrün soll die auf 3 halten. Hallo, auf 3. Wait a second, wenn wir dann damit rüberfahren, dann macht das Sinn, wenn die hier auf der 4 halten und Sigrün, wie auch immer wir das am Ende noch nennen. Auf der 3. Nach rüber kommen wir ja sowieso. Die einzige Frage, die sich mir jetzt stellt. Wir müssen hier noch viel mehr Signale, aber wir müssen jetzt hier auf das Signal setzen, auf alle Fälle. Wir können dann hier so mit dran vorbei. Jetzt brauche ich nochmal vielleicht die Linie. Aber vielleicht auch nur Sigrün, wenn das geht. Danke. Hier, wir können trotzdem hier rein und dann. Ist halt nur einspurig dann wieder verlaufen. Oder wir belassen das dabei. Setzen aber hier vielleicht noch ein paar Signale hin. Falls, ich sag erstmal gucken hier, wie werde ich verfahren, wo, obwohl, wenn wir dabei bleiben. Wir bleiben da, glaube ich, erstmal bei. Und jetzt noch ein paar Signale noch dazwischen. Zum einen als Vorbereitung für die nächste Folge. Als auch einfach so. So, es war jetzt erstmal nur einbahnmäßig. Teilen wir uns hier die Linie? Nee. Okay, wir machen aber trotzdem einfach mal. Wo ist denn das Signal jetzt hin? Ah, da. Einfach auch für die anderen nochmal hier ein Doppelsignal hin. Hier auch nochmal. Hier auch nochmal. Dann setzen wir hier ein Doppelsignal hin. Wie gesagt, Vorbereitung und so weiter und so fort. Und jetzt einfach nochmal hier für alle Signale. Dann sollte das reichen fürs Erste. Jetzt ist halt wiederum die Frage, gehen wir auf TGV oder nicht? Ich muss überlegen. Wir haben da. Oh. Okay, ich verstehe. Wir haben die Baureihe. Die Baureihe 2. Ach, 200 sage ich schon. Die Baureihe 103.1. Die macht halt schon Sinn.
dort zu fahren. Wer fährt denn da sonst noch so? Okay, während wir gucken, können wir einfach uns mal hier positionieren. Das ist natürlich sinnfrei, dass wir hier die Züge hier haben. Wo sind wir hier gerade? Wir sind in Kenskystro, okay. Sprich, nachdem sie in Kenskystro gehalten haben, schicken wir die erste Lok zurück. Und spannen da auch die Baureihe 103.1 vor. Weil anders andere macht ja keinen Sinn, ne? Das macht halt nun wirklich keinen Sinn, wenn wir uns dann ausbremsen da, also wenn wir dann die Baureihe 103 ausbremsen mit den anderen. Verlieren wir zwar gleich wieder Leute, aber gut. So, ab zum Depot mit dir. Die andere hält gerade in Sigrön, fährt dann gleich runter nach Diabrosbach. Aber schon nice, muss man schon sagen. So, und ist jetzt gleich im Depot. Danach kommt sogar perfekterweise die andere Baureihe 185.5. Kam da jetzt nicht eigentlich gerade. So, da hinten, die muss warten, deswegen. Da war ja was. Na, okay. Dann kaufen wir einen Zug, die Baureihe 103. Verkaufen die, packen die noch. Die hier einfach runter. 103 Meter, jawohl, passt. Oh, da sind aber schon wieder ein paar Bretter dabei, das ist super. So, Sigrön. Schicken wir die auf die Strecke, gucken wir uns das Ganze hier auch an, wieder von der Perspektive. Warum mussten gerade so viel warten? Jetzt wollen beide nach Niederwörresbach und warten sich einen Wolf ab. Ist auch belastend. Müssen wir uns gleich mal anschauen.
die warten gerade hauptsächlich auf die Züge. Boah, der Zug, besser gesagt, ist ja nur noch einer. Der jetzt aber warten muss. Oder auch nicht. Achso, der doch, der muss noch warten. Okay. Wer meint. Ja, wenn das so weitergeht, dann müssen wir auf alle Fälle dann nochmal hier das Ganze ein bisschen ausbauen. Zumindest in Richtung Hinterwörresbach. Das sind auf alle Fälle eher eine langsamere Strecke, einfach aufgrund der Güterzüge. Ich will nicht so schnell können. Und warum die Schiffe hier warten, das... Ich habe das Gefühl, weil ich sie auf voll beladen lassen Dings eingestellt habe. Oh, welche sind das überhaupt? Scheiße. Hier. Die machen Umsatz überraschenderweise. Vollladen jeder Fracht, nur entladen. Einfach da, wenn vorhanden. Einfach mal soll das, ne? So, der andere ist nicht bei Niederwörresbach. Warten auf jeden Fall schon mal einige, die gleich mit wollen. Brauchen wir auf alle Fälle wahrscheinlich nochmal einen vierten Zug. So viele wieder warten. Vielleicht auch sogar noch einen fünften Zug. Halten wir es einfach mal hier nochmal so mit. Wie viele warten hier? Einfach mal gucken. Nur 20. Okay, das geht noch einigermaßen. Das geht ja noch. Oh, never mind. 100. Alter, 100. What the fuck? Okay, so bei der Destination, das ist nice. Ich finde das schon cool, dieser Bahnübergang. So aus dem Nichts kommt dann, also aus dem Nichts, aus dem Wald kommt dann ein Zug vorbei. Ne, das war Niederwörresbach, never mind. Ich hab mich verguckt. Ich hatte ja noch was anderes offen, da war ja was. Wollten hier auf Kins Küstro sie krönen.
sieht es denn damit aus? Kann es kostenlos die grünen 7 Minuten? Kann vielleicht noch ein zweites gebrauchen, noch ein weiteres gebrauchen, noch ein Dingstes. Kaufen, Triebwagen, Pendlerzug kaufen für Gens Küstrosi Grün. So. Ja, dann warten wir mal auf die eine Linie, den einen Zug. Bin auch gespannt, ist mit der BR 185.5. Wir bräuchten allerdings auch ein kleines Küstro, noch einen weiteren Bahnhof, beziehungsweise ein weiteres Gleis, einen erweiterten. Den müssen wir noch erweitern auf 3-gleisig für Kens Küstro. Damit die halt immer halten können und nicht eingespannt werden durch die andere Linie, die nach Altenkunstler geht. Pausier mal kurz und mach das mal eben. Nevermind, mache ich nicht, weil der Zug ja noch drin ist. Aber wenn der Zug draußen ist, dann mache ich das. So, 3 Gleise wollen wir anwenden. Der kommt hier hin, der bleibt auf alle Fälle da, dann kommt die hier geradeaus rein und diese grüne Linie fährt dann hier vorne weiter. Sprich, Terminals. Terminal 3. Kens Küstrosi Grün, Terminal 2. Passt. Sollen sich auch nicht auspendeln. Wait a second. Wir halten zwar hier, aber nicht desto trotz. Geht's hier rüber. Und wir setzen hier ein Wegpunkt hin, damit die Linie Kens Küstrosi Grün über den Wegpunkt fährt und somit auch was andere befährt. Und sich nicht selbst im Weg steht. Perfekt. Dann warten wir, wie gesagt, noch auf die andere BR. Oh Gott. Via Sigrön. Ach, ist schon, wenn man 2 halte. Oder ich bin verwirrt. Second, wo ist denn die?
bisschen zu weit, dann müssen wir die Kurs nochmal drehen. Und wenden die wieder zum Depot. Müssen wir erst mal warten und dann gucken wir gleich hier mit denen, wie viele überall warten und was wir benötigen könnten. Ja gut. Mit einem Klick war dann alles weg. Ja. Zu kaufen die Baureihe 103. Verkauf, wird alles nach unten. Und dann schicken wir die auch gleich wieder los. So, hier warten 29. Hier 34. Hier 59, Niederwörresbach warten, oh Gott, 27, Ensigrün warten 83, dann sind wir voll. Und in Niederwörresbach 48. So, dann können wir kurz warten, jetzt aktuell nur noch 16, die war ja gerade da. Sie grün, da gerade 2 drauf, 183 pro Station. Den schicken wir auf alle Fälle nochmal auf die Linie drauf. Sie grün. Und gucken einfach mal. Ich denke, da kann man schon noch mal das erweitern, noch einen weiteren Zug dazu holen. Perfekt. Haben wir da, wir hatten es sogar ersetzt auf den verkehrten Zug. Wollte ich. Perfekt. Wo ist denn der nächste von denen? Ist er das? Ja.
Die sind voll, oder? Die sind voll. Wir warten sogar schon welche. Schicken wir den mal einfach auf Reise. Wenn der andere weg ist. hallo? Dann machen wir es jetzt schon. Bei wie vielen Minuten sind wir denn hier? Wir sind jetzt hier bei 5 Minuten. Wir stecken einfach schon mal auf der Linie, einfach drauf. Ja, ne? Huiui, das Geld ist weg. Oh, da kommt er sogar schon angerauscht, fällt mir gerade auf. Hoppla. Knapp 3 Minuten, das passt schon. Wir nehmen jetzt erstmal alle mit, das sind jetzt mal nicht so viele, aber er nimmt da trotzdem alle mit. Immerhin 12. Langsam staut sich's. Na gut, unter 3 Minuten sind wir jetzt, oder knapp 3 Minuten haben wir jetzt. Ich glaube, wir müssen uns mal kümmern hier darum vielleicht, um zu gucken, wie weit die jetzt durch sind, ob die ersetzt werden müssen und so weiter und so fort. Müssen wir auf jeden Fall auch mal machen. Und wir müssen die Güterlinie schon mal auf Automat ersetzen packen. Okay, die fahren fast voll weg, das ist auch. Na, kann man machen. Das ist da nicht so wild. Das finde ich halt eher hauptsächlich über diese fahren und halt auch nicht ganz so viele Bretter. Gut, wir könnten halt auch so viele Waggons nehmen wie dort, aber wir nehmen einfach mal ein paar weniger. Weil wirklich laufen tut das ja nicht, ne? Schade. Aber vielleicht läuft es irgendwann nochmal an. Da sind wir. Okay, wir sind bei 5 Minuten nur. Minus 13 Millionen, holy shit. Uff, und wir nehmen nicht mehr wirklich was ein. Hier und da. Oh, doch, hier. Sehr gut. Oh, 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 oh. Oh, sie. Das ist auch krass. Okay, wir nehmen Geld ein. So ist es nicht. Ich glaube, 2014 wird ja nochmal ein Zug entdeckt, aufgedeckt, ne? Lass uns mal ein bisschen schneller laufen, dass sich das auch ein bisschen einpegelt mit den. Mit der Sie-Grün-Sie-Grün-Linie. Transportiert das Maximum ist knapp 600, okay. Nehmen wir mal die Farbe der Linie. Okay, jetzt warten die auch schon wieder 38, okay. Ein Güterzug.
Wo ist denn die nächste? Ist auch ein Güterzug. Das ist die andere Linie. Das ist nochmal eine andere Linie. Das ist auch nicht Sieggrün. Okay, das dauert auch, bis Sieggrün wieder da ist. Ein bisschen Anstand hat. Da werden wieder welche mitnehmen wollen, mitgenommen werden wollen. Und da haben wir den Dual Stocks. Und auch die anderen Waggons. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Achso, Dual Stocks. Einfach ein Pendlerzug, okay. 122 Passagiere. Ah, perfekt. Ich schaffe sogar 200. 122 passen da rein. Boah, ja, müssen wir gucken, ob wir irgendwo dafür noch was noch Verwendung dafür bekommen. Aber wir werden auf alle Fälle Verwendung dafür bekommen. So ist es nicht. Demnach muss auch der letzte Zug gewesen sein, den wir bekommen können. Gut, genug Quatsch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann wieder um Güterzüge. Macht das gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.